so lockig-flockig, wie die Musik klingt, ja, geht es in diesem Garten zu. Hallo Freunde der Natur und unserer Tiere. Ich durfte wieder einmal im Garten bei einer sehr netten älteren Hausbesitzerin Filmaufnahmen mit der Wildkamera machen. Durch den ständig anhaltenden Regen ist der Garten zu einer Kräuter- und Blumenlandschaft gewachsen. Aber das hält unsere Tiere nicht davon ab, diesen Garten regelmäßig zu besuchen. Denn, nun ja, da kann man sich das Bäuchlein füllen mit reichlichen Leckereien. Diese ältere Dame liebt Tiere. Ob Zweibeiner oder Vierbeiner, alles, was aus der Tierwelt laufen oder fliegen kann, ist herzlich eingeladen und bekommt hier zu fressen und zu trinken. Am Tage treffen sich hier unzählige Vögel, der Specht, die Elster, die Raben, jede Menge Tauben und weitere gefiederte Zweibeiner. Alle nehmen an dem reichlich gedeckten Tisch Platz. Ab ca. 21 Uhr treffen die ersten Abendgäste ein. Jawohl, der erste und hungrigste Waldbewohner ist der Fuchs. Und nach vergrößert sich die Tierwelt auf der Grünfläche. Der Dachs, als auch der Waschbär und der ansässige Marder krosen hier herum auf der großen Futterpartie. Ich habe in der gesamten Aufnahmezeit festgestellt, dass der Garten von 6 unterschiedlichen Füchsen, ein Dachspärchen, 2 Waschbären und ein Marder besucht wird. Dieser Garten befindet sich am Waldrand. Hier im Garten herrscht Ordnung, jawohl. Dafür sorgt am Tage Hansemann. Er verbuddelt sämtliche Nüsse, die er findet. Thank you.
Soweit wieder einmal ein kleiner Einblick in unsere wunderbare Tierwelt. Ich würde mich freuen, wenn der Film euch gefallen hat und ihr beim nächsten Wildtierfilm wieder dabei seid. Ja, und bis dahin verabschiede ich mich wie immer und sage Tschüss und bis bald.